So, jetzt sind wir gerade vor der Schleuse Kummersdorf angekommen und hatten ein entgegenkommendes Arbeitsschiff, Holztransport, und jetzt ist vor der, in der Schleuse kommt gerade das nächste Schubverband mit diesem Holztransportpram, der gerade abkoppelt. Holt er wahrscheinlich noch das nächste, oder? Ja. So. Oder mal mit drauf, jawohl. Alles klar. Sehr schöner Kanalabschnitt. So, ich habe es rausheben verpasst, weil ich selber noch mitgeholfen habe. Aber jetzt klappt das ja alles hier. Das ist der Gran Fernando. Der Werftchef steht unten. Das ist der Christian. Und sein Papa bedient den Kran. Der Jürgen. Hallo. So, jetzt wird mit dem Boot gekerschert hier. Denke dran, nachher zu Hause den Heckmotor wieder hinstellen. Ja, okay, danke. Nicht ja. Ewig aufheben, verkaufen. Okay. Nee, haben wir auch vor, weil. Ne? So, laut Werftchef. Christian Wendig sieht der Unterboden 1A aus, also wie neu im Grunde genommen. Die haben das wirklich hochwertig gemacht. Und Debbie, sag gleich mal wegen Lugen. Ja, das machen wir schon. Mach dich nicht. Okay. Ganz klein Ding.
schon Wahnsinn, ne Steffi? Okay, runter! Ist ja ganz schön knapp alles, ne? Nee, muss er nicht. Warum? Weil oder wir müssen das irgendwo drehen. Ja, wir drehen es da. Das ist das Einfache, ne? So, jetzt liegt er drauf, auf einen Zentimeter genau. Er musste nochmal 2 Zentimeter seitlich zur Längsachse halt verrückt werden. Deswegen musste er nochmal angehoben werden. Jetzt ist es aber soweit durch und jetzt dauert es noch ein paar Stunden, um alles zu verzurren. Und 5 cm ist genau in der Mitte drauf. Ja. So, ich bin Hausen und bleib auch Hausen. Ich kann beim Beladen nicht mehr zusehen. Da bin ich schon sehr aufgeregt. Beim Abladen, ich bin da immer nicht dabei. Okay, also bis später. So, wir sind jetzt in der Schleuse Kummersdorf. Ganz vorne dran. Und es ist noch ein Schubschiff rausgekommen mit einer Holzfuhre. Und überall an Schleusen hat es super geklappt, sind wir durch. Und so, dann haben wir das Wasser abgeholt. Letzte Schleuse. Mit dem Anhalten. Viele Grüße von der Oma. Und jetzt kommen wir vorne nochmal an die Schleuse.